Hallo und willkommen zurück zu Delalia. Willkommen zurück. Oh mein Gott, schon wieder eine Schildkröte. Lass mich doch in Ruhe jetzt! Die droppen sowieso keine Turtle Shells, also. Ich werde mir dann eine Chlorophyt-Rüstung bauen. Du machst das auch, nehme ich an. Wahrscheinlich. Wo bist du denn jetzt? Du bist nicht zu Hause. Haben wir denn noch nicht genug? Ansonsten nehme ich alles, was du jetzt gerade gefarmt hast. Aha. Ich habe 227, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht genug sein. Es reicht für 37 Barren. Naja, wäre schlecht als recht. Oh, und es gibt ja jetzt drei extra Helme: Minion Damage, Nerf Damage, Alchemie Damage, Ranged, Melee, Maximum Mana und reduzierte Mana Usage. Oh, das gefällt mir eigentlich. Mal Frage, Aber in dem Maske. wann geht dann der für die neue Phase? Warte, was? Dungeon Defenders? Ja. Ich habe dich richtig verstanden. Du redest von Dungeon Defenders? Ja. Was soll da passieren? Ist das jetzt so schwer zu verstehen? Was für eine neue Phase, Mann? Ja, wie soll ich sonst nennen? Ich habe jetzt übrigens eine komplette Chlorophyt-Rüstung. Ich glaube, du fühlst dich damit nicht total leidig. Soll ich meine Fungusrüstung irgendwie wegstecken? Oder brauchst du die nicht? Ja, pack sie halt in die Okay, also Truhenkiste, du hast du redest die. von Dungeon Defenders. Wie nennt es sich jetzt? Awakened oder so. Nein. Ach so, du meinst das Event. Oh mein Gott, ich dachte, du redest von einem anderen Spiel. WTF. Nein, ich rede von Dungeon Defenders in Terraria. Oh, Granitelementar-Banner, cool. Ja, gute Frage, keine Ahnung. Ich dachte, die zweite Phase kam nach dem ersten Mecha-Boss. Die haben wir eh noch nicht geschafft, also sollten wir das mal machen. Und die dritte Phase ist, glaube ich, nach dem Golem, wenn ich mich da Glaubst nicht du? irre. Glaube ich, ja. Das ist leider nicht Wissen. Ich werde nicht nachschauen und das ist mir auch egal. Ja, das ist aber ein bisschen scheiße. Ich schaue das selber nach. Ich will nicht Platera töten, wenn. Naja. Ey. Oh, die Bannerkiste ist voll. Ich werfe dann irgendwelche Banner weg, okay. Ja, da war eine zweite. Für sowas kann ich gar nicht. Ah. Jetzt, wenn du keine Kisten besitzt. Ich hab's jetzt einfach aufgehangen und du darfst dich dann drum kümmern. Mach doch einfach Kisten, Mann! Nein, das soll ja alles in seiner Ordnung sein, so wie du das ordnest. Was für eine Und ich werde jetzt Ordnung! mal. Mach eine Banner-2-Kiste fertig! Ich bin jetzt gerade im Wiki und suche hier die Old Ones Army raus, Mann. Tier 3. So. Schönes Geld. Ah ja, schönes Geld. Da unten liegt ja noch ganz schön viel. Okay, der Golem muss besiegt werden. Dann kriegt man Tier 3. Ich hatte also Okay. recht, weil ich mir das doch Dann können merken wir die konnte. Plantera noch töten und alles, was wir damit bekommen. Ja, richtig. Und dann sind wir hoffentlich stark genug. Dann machen wir die Kolovonik-Kill wahrscheinlich. Weil der irgendwie einfacher ist. Mir ist Kraftlöser vor. So. Wie viel Rüstung hatte ich eigentlich vorher? Jetzt habe ich 85. Ich habe irgendwie Was den Eindruck, denn? ich habe jetzt mehr. Dadurch, dass der Helm 25 hat, ist halt schon krass. Aber ich habe jetzt natürlich auch den Midi-Helm genommen. Oh. Sieht denn so aus? Ah, 68 Chlorophyt-Bahn. Interessant. Ja, du wolltest Ist nicht immer reinschieben. viel. 68 reichen jedenfalls nicht für die komplette Rüstung. Nicht? Ich denke nicht, ne. Ich glaube, du brauchst mehr als 70. Aber ich habe nicht gezählt. Ich habe mir einfach nur gegriffen, was drin war. Und zusammen mit dem, was ich hatte, war es auf jeden Fall genug. Und ich nehme an, du hast ja jetzt nochmal was gefahren. Netten Zaubererhut hast du auf. Ja, warte mal, das Turtle Shield ist ein Tremor-Item, ja. Hä, das More kenne ich gar nicht. Defense. Ja, das ist Equipment. Less Health, more Defense. Na gut, will ich nicht. Ich will lieber mehr Leben als Defense. Da gibt's Frozen Turtle Shield.
Less health, more defense. Less health, more defense. Grants damage reducen. Ah, es gibt eins davon, was dir 50 mehr Leben gibt. Okay, wie macht man die Dinger? Mit Chlorophyt. Das ich suche mal nach Turtle, wenn ich das hinkriege. Chlorophyt und Turtle Shells machst du diese das Turtle Shield. Frozen und Turtle Shield. Is a less health and more defense. Grants 25% damage reduction. Und das andere Turtle Shield ist less health and more defense. Das, wovon ich rede, ist Beetle. Was noch Beetle hast, hat zu tun und Leeching Seed. Wie macht man denn ein Beetle jetzt? So eine komische Seite. Bei Beetle kriege ich ein Suchergebnis. Warte mal, ich muss woanders hingehen, glaube ich. Alle Beetle hast, Leeching Seed, Turtle Shield. Ein was Beetle Shield. The less health, the more defense. Ja, okay, der Effekt ist ja an sich in Ordnung. Maximum Life Increase bei 50. Die Frage ist, wie stark ist der Effekt? Shadow Relic. Oh, das ist das Beschworene als Bosses, okay. We ask Alchemy, Swowing, Minion. Chlorophyt Death Shooter. Ach, Chlorophyt hat normalerweise keinen Shooter. Ah ja, Chlorophyt hat normalerweise einen Shotbau. Wie ist denn der so? 42 Damage. Wir machen mein Ding. 49. Sogar weniger dann. Da ist aber noch Material. Oh mein Gott, der schaut richtig geil aus. Okay. Tremor-Wiki steht leider nicht, wie die Umrechnung ist bei dem weniger Leben und mehr Defense-Ding. Im Turtle Shield steht es leider auch nicht. Aber es ist nett designt. Mag ich. Und Leeching Seed hat keine Seite, also keine Ahnung, wo man das herkriegen soll. Achso, warte. Das steht, glaube ich, nicht in dem Rezepte-Ding. Ah! Zumindest nicht da, wo ich es gerade angeklickt habe. Kennst du The Possessed? Ja. Ja, der droppt das. Wieso siehst du das und ich sehe es nicht? Ja, weil man das im Spiel nachgucken kann. Ja, aber ich hab's doch gerade im Spiel offen. Ich check den Rezepte-Browser scheinbar immer noch nicht. Du machst einen Doppelklick auf das Item und dann müsste dir an der Seite eigentlich in dieser Leiste angezeigt werden, was es droppt. Die Leiste an der Seite ist komplett leer, das ist ja das. Keine Ahnung. Wenn du Doppelklick aufs Item machst, soll eigentlich schon hinhauen. Nein. Ich mach gerade auch Doppelklick auf Beetlehusk und die werden scheinbar von niemandem gedroppt, also. Machst Doppelklick auf Beetlehusk. So, guck mal, Turtle Shell wird auch von niemandem gedroppt. Ich glaube einfach, dass da irgendwas... Also ich sehe das immer ohne Probleme, keine Ahnung, was dein Problem ist. Ja, ist auch egal. Irgendwann hat es schon mal geklappt in der Vergangenheit, aber jetzt gerade nicht. So. Mr. Anvil, komm's mal her. Ah, wow, Alter, ist das ein großes Rezeptebild. Melee. Wage. Dann hättest du gerne Brust und dann hätte ich noch ein paar Hosen. Und der Rest kommt bitte wieder zurück in die Truhe. So, jetzt habe ich 64 Defense. 61. 71. Oh, was denn du gerade? Ach, du hast auch Grizzly, war einfach nur blöd. Ich habe 85 Defense. Was ist los? Ja, ich schon gut. Was für einen Helm hast du genommen? Nicht den guten, scheinbar. Ja, den, warte, hier kannst du, warte, kannst du angucken. Ah ja, nett. Das war der für Magie. Nein. Okay, keine Ahnung. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, ich werde jetzt nicht raten, 4 Stück. Entweder hast du einfach nur Ranged genommen oder einen der 3 extra Dinger. Hast richtig geraten. Okay, du mit deinem Vanilla. Sieht auch Vanilla aus, muss ich ja dazu sagen. Ja, ich bin ja auch ein Vanilla-Mensch. Ja, okay. Ich brauche ein paar mechanische Würmer. Wie baut man die?
Rotten Flash. Haben wir noch Rotten Flash? Nie gefarmt. Wieso sollten wir es haben? Korruption. Ist nicht genug. Auch für die Korruption. Gute Idee. Ah, wo ist denn die? Ich glaube, rechts ist die nächste. Ah ja, das ist die... Haben wir noch eine größere? Da ist noch eine zweite. Ja, okay. Schauen wir mal, ob die Corruption oder die Crimson gewonnen hat. Die kämpfen ja jetzt. Möchte nämlich noch ein paar Würmchen töten. Machst du das auch gerne? Würmchen töten? Ja, unbedingt. Okay, gehen wir mal hier runter. Achso, das geht ja gar nicht runter. First Flame, hier geht's runter. Aua. Hallo Mr. Korruptor. Oh, da hat's nicht gedroppt. Da noch Eisgegner. Ja, wie sieht denn hier unten aus? Noch relativ normal. Gut. Dann mach ich vielleicht einen Abstecher in die andere Corruption. Bevor ich da hingehe, mache ich einmal. Ich habe hier doch Scrims Eyes. Da haben wir eben die Welt gesegnet. Ah, wunderbar. Der Weltensegner. Ich kann Corruption killen, wenn du willst, mit meinem Schwert. Es ist heilig. Ja, das hilft mir sehr viel. Nicht. Dann werde ich es woanders hin. Die ist sowieso mega hier einge. Die ist einfach zwischen dem Schneebi im Schneebium total eingezwergt und es kann damit nichts machen, es kann damit nichts anfangen. Ich verstehe nicht, wenn man schon so ein Eis eingebaut, warum macht es denn nicht korruptierbar? Normale doch auch. Ist das so schwer, das zu programmieren, dass ein Block korruptiert werden kann? Nee, bestimmt nicht. Also klar, man muss natürlich für jede Verwandlung eine Variante des Blocks machen, die da natürlich auch den Effekt hat, dass sich selber spreadet. Ja gut, aber ich gehe mal ziemlich von aus, dass man das meiste kopieren kann von anderen Blöcken einfach. Hallo Crimson. Wo sind die Corruption? Oh, ist es sogar noch ein Life Crystal? Ja, den brauchst du jetzt ja unbedingt. So, nehmen wir mal die Gegner Spawnrate. Na klar, die können wir noch nutzen. Ah, jetzt ist da drüben eine Ruine. Da kommen wir in der Ruingeister durch. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter weg vom Crimson. Mehr ins Corruption-Gebiet. Alles hier ist korrupt. Mich eingeschlossen. Ja.
Die Zombies brechen ein. Ich glaube ja weniger. Ach, die Tür Wüste. Ist dann offen. Ach, die Wüste ist auch komplett korrumpiert. Das geht einfach komplett bis zum Dungeon. Hast ernsthaft soweit schon? Also das mal die Karte gucken. Wo schaut das für mich auf dem Map aus? Du bist da hinten. Anscheinend hältst die Crimson so ein bisschen in die andere Richtung auf. Kämpfen einfach. Sehr interessant. Wie das funktioniert. Na, es ist theoretisch gleich stark, weil es ist ja immer das Gleiche. Vitamine! Ich nehme jetzt überhaupt noch was? Ah, da, ich eine Angst schon habe, eigentlich nicht. Naja. Die Frage ist, wie viel du eigentlich brauchst. Ja, so viel bis seit dem Krieg. Oder meinst du pro? Ich schaue einfach gerade im Wiki nach. Rotten Chunk. 15 für Wurmfutter. Nur 6 Stück für den mechanischen Wurm. Zusammen mit 6 Seelen der Nacht und 5 Eisenbahnen. Oder Lied. Haben wir genug Seelen? Ich habe keine Ahnung, wie viele Seelen wir haben. Was ist denn das? Ich habe jetzt nur nach einem Produkt geguckt und geguckt, dass es zu wenig ist, und dann habe ich mir gedacht, ja, hole ich mir jetzt. Wir haben 27 Seelen danach. Dennis. Du kannst also maximal 4 Stück craften. Das muss dir dann also reichen. Ach, die Sand Sharks gibt's jetzt sowohl Corrupted als auch die Crimson. Ja. Kann ja mit dem Desert passieren. Ja, ist ja krass. Ich hab das nur zum ersten Mal gesehen, hier die Teile. Genau, das müssen wir im Dschungel auch machen. Mit 1.3.3 kamen die. Das ist doch das letzte Update. 1.3.4 wird's ja nicht geben, weil dafür 1.4 rauskommt. Oh ne, warte, wir sind schon bei 1.3.5 gewesen. Na egal. Es waren nur Hotfixes. 1.3.4 war das letzte richtige. Wahnsinn! Es war schon November 2016, als das Dungeon Defenders Crossover Event kam. Ja. Seitdem nur Hotfixes. Ah, und dann kam noch der Patch mit ein bisschen mehr Möbelzeug. Und das war alles 2017. Und jetzt, seitdem, warten wir auf 1.4. Wahnsinn. Ja, die brauchen immer ewig. Nun, aber das würde dann leider Gottes der letzte Patch sein. Der letzte große oder der letzte im Generellen? Terraria Journey's End.
the fourth and last major update. Major. Also, ja. Das heißt also, muss noch irgendwas kommen, was kleineres. Ja, ich nehme mal an, die werden so lange Hotfixes machen, bis keiner mehr Bugs findet, so ungefähr. Also ab und zu wird schon noch was kommen. Ja. Aber kleine Features? Oder ist sowas komplett außen vor? Ja, steht da ja nirgends. Also es kann schon sein, dass sie noch was machen, aber ich denke mal, die wollen sich jetzt langsam wirklich auf ihr neues Projekt konzentrieren. Das wahrscheinlich nicht Terraria 2 wird. Otherworld! Otherworld heißen wird. Otherworld Reborn. Ich würde mich ja freuen. Terraria 3D. Macht Minecraft Konkurrenz. Du hast ja gar nichts dazu. Mensch. Hallo? Hallo? Ja, mein Echo, du kannst doch nicht da sein. Ich bin da, aber hast du was gefragt? Ja, Terraria 3D. Nee. Nee, danke. Dann können sie wirklich mit dem Minecraft-Klon kommen. Also. Nee, was ich mir vorstelle, ist eigentlich absolut gar nichts. Ganz im Ernst. Die brauchen eigentlich gar nichts mehr machen. Riot Games existiert seit mehr als 10 Jahren und hat immer noch nur ein Spiel rausgebracht. Obwohl sie Games mit Plural heißen, in ihrer Firmenbezeichnung. Also wirklich. Riot Games? Ja. Wer war das? League of Legends, Dennis. Ah, ja, okay. Ein Spiel. Ja, das hat halt gereicht. Dann sollen sie sich umbenennen zu Riot Game. Oder endlich ein zweites programmieren. Naja, egal. Könntest du dich auch gleich LOL nennen. Ja, wozu eigentlich eine Firma haben, die da außenrum noch existiert? Nehmt euch einfach League of Legends SE und lasst mich Aktien kaufen. Wait, what? Ja, SE ist das Internationale für AG. Ach so. Steht für Stock Exchange. Ach so. Das ist international, ist das so überall gültig? Nee, ich würde mal sagen, wenn es eine nicht deutsche Firma ist, wird sie vermutlich SE haben. Ja, weiß nicht, vielleicht haben die Länder ja auch ihre eigenen Aktienbezeichnungen. Ich meine, das ist durchaus möglich, aber ich kenne nur AG und SE. Also im Amerikanischen gibt es da glaube ich Inc. Und noch irgendwas anderes, ich glaube da gab es nur zwei. Ja, die werden ja wohl mehr haben. Also im Deutschen ist es ein Witz, wir haben glaube ich 30, 40 Sachen. Wenn man jede kleine Unterscheidung zählt. Über Zucker glaube ich in Österreich auch. Ich glaube da gab es irgendwelche Formen, die es dann in Österreich nicht gibt. Irgendwelche Varianten, die wir machen können, die aber nicht. Aber grundsätzlich haben die dieselben Bezeichnungen. Habe ich 18 von dem Chunk. Okay, schon mal nicht schlecht. Wie viel meinst du, soll ich ihn mitnehmen? Hol dir nebenbei noch ein paar Seelen danach. Ja, das kann ich hier nicht. Warum nicht? Ich spawn nicht auf der Höhe. Und kannst du nicht weiter runtergehen? Nein. Dann spawnen doch die Gegner nicht mehr. Ja, das ist jetzt doof. Will ja Esser haben. Und Korruptoren.
Naja. Bei mir ist auch noch ein paar Würmchen, obwohl die eher Curse droppen anstatt das. Also ich denke, du hast da langsam genug, weil die Seelen gehen sonst aus und so, ne? Was, die Seelen gehen sonst aus? Die geht deine Ja, Seele aus? wir haben halt nicht genug, um die alle zu verkraften. Es ist 2 Uhr früh, das heißt, du musst jetzt eh einen kompletten Tag warten. Das heißt, die Streuer kommt erst im nächsten Part. Nächsten Abend sozusagen. Insofern könntest du jetzt eigentlich noch den kompletten Tag weiter fahren. Das hier ist a Prime Possessed Armor. Weißt du, die neuen Minimap Borders? Was meinst du mit Ich finde Minimap die Idee ja Borders? nett. Naja, du hast doch da oben rechts diese Minimap, richtig? Ja, ich habe da eine Minimap. Die Umrandung. Da gibt es jetzt dann 8 verschiedene mit dem neuen Update. Ach so, okay. Ich hätte mir gewünscht, dass, nachdem die Dinger sowieso schon wie Terra ausschauen, dass je nachdem, in welchem Gebiet ich bin, dann entsprechend die mit der Rand dazu passt. Aber nein, ich schätze mal, ich weiß es nicht, weil es hier nirgends steht. Vermutlich also wird man das selbst einstellen können und sollen. Ich meine, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich hoffe, die machen auch eine Einstellung dafür, dass es dann einfach immer so ist, wie das Biom, in dem ich mich befinde. Schauen die aus Das wie wäre Biome nicht gut. oder wie? Warte, ich schick dir den Tweet. Den habe ich gerade zufällig offen. Der tweet ein Bild oder was? Ein GIF, weil da alle 8 zu sehen sind. Ach Deswegen so. wissen wir ja, dass es 8 sind. Ich meine, es könnten natürlich noch mehr sein, aber. Genau. Also, ich sehe hier grün, Dschungelbaum, dann so. Das ist gar kein Biom. Also es gibt nicht nur Biome, insofern kann man das gar nicht so machen. Aber vielleicht macht dann jemand Räumchenchen. einen Mod dafür, das kann ja nicht so schwer sein. Wie ganz zuerst bastel ich ja noch selbst. Ja, wenn es schon implementiert ist, braucht man nur ein paar neue Skins einbauen. Die kann ich selber basteln. Also ich mache die Skins, du machst den Code. So wie früher. Aber wo früher, warum ist denn das gestoppt? Ja, weiß ich nicht, weil du keinen findest, der dir erlaubt, seinen Mod zu kopieren. Seine Werkzeuge. Also entweder machen wir es ohne Ja. Erlaubnis oder es kommt halt nichts mehr. Naja, Man muss sagen wir es irgendwo mal ein paar so. Wenn Sprites ich verlieren. verschreibe und keine Antwort gehe, dann zähle ich das als stille Zustimmung. Man kann da nichts sein! Du musst dann eigentlich immer nur schreiben, ey, wenn du nicht innerhalb von 24 Stunden antwortest, dann gehe ich davon aus, dass das ein stilles Ja ist. Einfach Nein, Nein sagen. es ist so lange ein Ja, bis er Nein sagt. Fertig. Okay, ich weiß nicht, ob das so funktioniert rechtlich, aber egal. Man klaust ja im Endeffekt nichts. Ja, das stimmt. Ob die Leute zufrieden sind oder nicht damit, oder ob es egal ist oder denen nicht egal ist. Eigentlich kann man da überhaupt nichts gegen sagen. Ja, eigentlich. Es ist inspiriert, das wahrscheinlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die rechtlich eigentlich nicht mal gegen vorgehen können. Ich meine, ich kann auch einen Mod zu deren ihr Mod machen. Das kann mir eigentlich keiner verbieten. Ich denke nicht. Ich kenne kein ungeschriebenes Gesetz dagegen. Mein Spiele darf man ja auch modifizieren. Ich mache ja nur Kompatibilität, ist ja nicht so, als würde ich denn ihre Files irgendwie nehmen. Außer es ist Open Source, dann benutze ich das natürlich, um ein bisschen einfacher das Coding zu machen. Ein bisschen Arbeit zu sparen. Ja. Bam, bam. Bam. Ich passe hier mit meinem Hook perfekt hier rein eigentlich.
Da war bam. Ich höre Füße. Oh, Servus. Willkommen zu Hause. Servus. Du bist also angekommen. Servus. Was tust du hier? Es ist 8 Uhr früh. Zeit, ja, in die Arbeit zu gehen. Da sein. Was lauerst du? Was? Nachtschicht? Was lauerst du? Du kommst gerade von der Nachtschicht, weil es jetzt 8 Uhr früh ist. Macht doch Sinn. Und wie war deine Arbeit in der Corruption? Das ist doch keine Arbeit. Nicht? Nein. Spielst du eigentlich immer noch dieses eine Ding? Wie nennt es sich? Factorio? Hm? Hä? Hast du Factorio eigentlich schon mal Let's Play? Nein. Willst du das? Etwa nicht? Was ist denn Schreibt heiß? Einen Kommentar, wenn ihr ein Factorio LP sehen wollt. Ich will das nicht alleine. Hat ein paar tausend Stunden nämlich was zu tun. Ich will das nicht alleine. Ja, aber das Problem ist, das Spiel hat keinen Multiplayer. Natürlich hat das Spiel Multiplayer, was glaubst du für eine Scheiße? Achso, aber das Spiel muss man kaufen. das stimmt nicht ganz. Ja, natürlich. Man muss alles kaufen. Das stimmt nicht ganz. Wenn die Entwickler Geld verlangen, dann muss man das kaufen. So ist das stimmt nicht ganz. Ja, ich meine, okay, solange du jemand anderen kennst, der Factorio hat, der mir Family Sharing geben kann, dann sollte das klappen, oder? Das kann auch ich machen. Die wie? Das kann auch ich machen. Du selbst, aber dann kannst du es nicht mehr starten über deinen Steam-Account. Steam Offline Mode. Achso, wenn der Multiplayer so funktioniert, dann müsste das. Der Multiplayer werden. Von dem Spiel läuft komplett eigenständig. Aber ich sag dir, ich habe Factorio sogar mal installiert gehabt, aber ich habe es wieder deinstalliert. Ich will das Spiel gar nicht spielen. Das ist halt mein Problem. Warum nicht? Ich will es gar nicht spielen. Ich will es einfach nicht spielen. Warum nicht? Ich will es nicht spielen. Ich habe mich auch entschieden, ich will auch nicht mehr mit dir Stardew Valley spielen. Warum nicht? Ich habe jetzt innerhalb von 2 Wochen 30 Stunden Stardew Valley gespielt. Ich bin gerade mit dem ersten Jahr vorbei. Oder zumindest fast. Ich bin noch in der Mitte von Dezember. Aber wenn ich das in einem Q-Projekt anfange, dann. Nee, das halte ich nicht durch. Warum nicht? Wo ist denn das Problem? Ich kann mit dir nur noch Spiele spielen, die eine simple, kurze Story haben, die dann irgendwann erledigt sind. Keine großartigen Sammelobjekte und so weiter. In Far Cry 4 werde ich dich auch irgendwann verlassen müssen. Ach so, du willst keine 100% im Spiel machen. Nein, definitiv nicht. Stirb. Hol sie dir alleine. Warum denn? Ist das so schwer, die ganzen Sammelobjekte zu kriegen? Nein, das ist einfach nur langweilig. Ich habe einfach nicht mehr die nötige Ausdauer und auch nicht den Willen, meine Zeit dafür zu verschwenden. Okay, Graves. Ein Kram fertig einzusammeln. Ich meine, ich hatte am Anfang von Far Cry 4 sogar noch Lust, das zu machen. Hab einiges eingesammelt, aber jetzt am Ende irgendwie macht es keinen Spaß mehr. Ich sehe keinen Sinn darin, es bringt überhaupt nichts. Ich habe die Story durchgespielt, ich mache jetzt noch den letzten verdammten Flickenteppich und dann fehlt mir, glaube ich, noch eine Yogi- und Class-Mission und dann bin ich durch. Ja, den dritten Flickenteppich habe ich erst vor ein paar Wochen gemacht und ich wollte fertig werden, bevor du es machst, also werde ich dann doch irgendwann nochmal wieder spielen, denke ich. Und dann kommt, also 2 Missionen habe ich noch, der letzte Teppichteil, wo man dann wahrscheinlich diesen riesigen Rakshasa tötet, das schaut aus wie ein Rabe, glaube ich, und dann eben noch die letzte Joko und Klaas Mission. Keine Ahnung, was da noch passiert. Und ansonsten werde ich nur noch ein bisschen Multiplayer mit dir spielen. Ein bisschen. Aber wehe, wenn ich mit dir in die Multiplayer-Map gehe und du fängst an rumzulaufen und alle Sachen einzusammeln, die irgendwo rumgammeln. Wo ist dein Problem? Dann bringe ich dich um. Dann bringe ich dich um. Keine Ahnung, ich will Sachen immer komplett kompletisiert haben, ja? Anders als in meinen Augen keinen Sinn. Du bist ja einer von den Verrückten, die alle verdammten Federn in Assassin's Creed eingesammelt haben. Ja, warum denn nicht? Im zweiten Teil hat es wenigstens noch Sinn ergeben, aber im ersten? Im ersten gab es keine Federn. Aber was auch immer das andere war, das man sammeln konnte. Ich sammle halt gern. Gut. Ist natürlich auch eine Map schon scheiße, das gebe ich zu, aber naja. Ich glaube, ich habe Assassin's Creed Rogue auch nicht mehr fertig gesammelt. Ich war fast durch. Da mir fehlen noch wenige Gebiete, wo irgendein Scheiß rumliegt, aber ich habe einfach keine Motivation mehr. Und ich habe mir halt auch irgendwann gesagt, egal, ich brauche nicht jedes Spiel auf 100%. Vor allem keine mit Steam Achievements. Steam Achievements sind was anderes. Das ist eine eigene Liga. Stardew Valley 100% werde ich auf jeden Fall machen.
Und ich Warte. schaff's in zwei Spielen durchlaufen. Bist ja ver. Hä? Zwei Spiele noch laufen? Ja, man braucht zwei, anders geht's nicht. Und 100% Collectibles ist schwer. Entweder machst du das Community Center oder du machst den Joja-Scheiß, was nur Geld Ja, aber wenn du kostet. das Center Insofern. fertig machen willst, musst du sowieso alles collecten, oder? Das musst du auch alles da reintun. Oder ich mich Ja, jetzt. richtig. Das heißt, ich mache quasi alles bis auf ein Achievement in meinem ersten Spieldurchlauf. Und dann, wenn ich irgendwann Lust habe, mache ich einen zweiten Spieldurchlauf mit dem Markt. Oder wir machen den Markt zusammen in einem Multiplayer-Game. Beides Weil möchtest das ist du dann nicht halt zusammen echt machen. Na gut. langweilig, weil das ist nur Geld farmen dann, wenn man den Markt hat. Man braucht ja dann nur Geld, also kann man einfach immer einfach alles verkaufen, nichts sammeln, scheiß drauf, keine Freundschaft mit diesen wem, vollkommen egal. Beim Singleplayer-Spiel, da spiele ich das halt noch richtig. Ich schenke den Leuten was zum Geburtstag, Yes, Sing. ich sammle, ich spende alles ans Museum. Aber wenn es dann darum geht, diesen Joja-Markt-Kram zu machen und nur noch Geld verdienen, okay, das können wir natürlich auch mal in einem Multiplayer machen. Aber es ist ein sehr langweiliges LP, wenn du das vorhast. Ich kann alles machen, Batz. Ansonsten, ich meine, du kannst natürlich ein Stardew Valley Singleplayer-LP machen und mich ab und zu als Gast einladen in so eine Hütte oder so. Das kannst du natürlich auch mit anderen Leuten machen, weil das ja mit bis zu vier Spielern geht. Ja, aber wenn ich Spiel mehr Spielerfähigkeit, dann habe ich eigentlich keine Lust, das alleine zu Dann willst du spielen. es komplett Multiplayer spielen. Ja, ich sehe Ja, schon. möchte ich schon. Vorteile vom Multiplayer: Man kann die Zeit nicht Multiplays. anhalten, wenn man im Menü ist. Kann man Ja, nicht anhalten. das brauchen wir ja Dann nicht. ansonsten, ich weiß nicht, wie es mit Schlafen funktioniert, aber ich schätze mal, es müssen dann bald schlafen gehen. Ja, ich glaube schon, dass auch schon Weil ich müssen. kann sofort in der Früh schlafen gehen und der Tag ist wieder vorbei. Ja, 5 aber Uhr früh aufgewacht, 6 Uhr geschlafen. das bringt ja doch auch nichts. Ich meine, bringt dir das was, ein Tages geben? Na, ich habe gelesen, für das Joja-Achievement, wenn man alles andere, wenn er schon gemacht hat oder es einem egal ist und man nur das eine Achievement will, ist es am effizientesten, die Tage tatsächlich zu überspringen. Damit man nur noch, naja, seine Pflanzen da dann abbaut und so. Ja gut, aber energiemäßig gesehen ist es ja Verschwendung, wenn die nicht verbraucht Ja, wird. das schon. Ich versuche die Tage absolut auszunutzen. Bin leider schon ein paar Mal umgekippt. Das ist ein bisschen zu übertrieben, wenn du sowas machst. Ja, mal ist passiert. Ey, das ist. Boah, in der Mine Passiert. wurde ich umgebracht. Das ist das Ätzendste. Also eigentlich müsste ich mich da richtig aufregen, aber ich hatte dann keine Lust, das zu resetten. Ich habe es dann einfach akzeptiert. Auf Level 80 war es, glaube ich, gab es ein mordsgeiles Schwert. Obsidian-Schwert oder so ähnlich. Super hoher Schaden und so. Das wahrscheinlich beste Schwert. Das vielleicht drittbeste Schwert im Spiel, weiß ich nicht. Und ich werde für lange Zeit kein besseres mehr finden. Und dann bin ich, gerade als ich das Ding eingesammelt habe, im nächsten Untergeschoss bin ich umgebracht worden. Und genau das war eins der Items, die ich dann verloren habe. Ich meine, das ist doch ein Witz. Das Ding ist einmalig im Spiel. Ich werde es nie wiederkriegen, aber naja. Ich lebe damit und werde halt weiterhin mit meinem schwachen Insekten-Schwert-Ding Sachen töten. Bis ich bei 120 bin, denn da gibt es, glaube ich, wieder ein Schwert. Also. Nicht so schlimm, ich krieg schon irgendwann wieder ein besseres Schwert. Ja. Und ich hasse Fischen. Aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Oh Mann, Blöcke. Aber ich habe es immerhin schon auf Level 4 geschafft. Wir werden nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Tschüss, bis dann in Stardew Valley.